Der European Energy Award feierte in stilvoller Atmosphäre der historischen Stadthalle Wuppertal sein 10-jähriges Bestehen. Anlass genug, stolz auf eine erfolgreiche Entwicklung zu schauen. Mehr als 230 Kommunen in ganz Deutschland sind inzwischen vereint im Bestreben um Klimaschutz und Energieeinsparung. NRW-Klimaschutzminister Johannes Remmel lobte dieses Engagement ausdrücklich. Die Städte und Gemeinden seien es, die mit ihren Bürgerinnen und Bürgern die beschleunigte Energiewende leben. Also wenn wir das erreichen wollen, dann geht das nicht ohne so etwas wie eine ökologisch-industrielle Revolution. Davon hat zumindest Ban Ki-moon gesprochen und der ehemalige Bundespräsident. Ich bin sicher, wir werden gemeinsam erfolgreich sein. Alles Gute. In den vergangenen 10 Jahren haben sich alleine aus Nordrhein-Westfalen 103 Kommunen und 6 Kreisverwaltungen das von der Energieagentur NRW organisierte Zertifizierungsverfahren zunutze gemacht. Damit gehört das Land zu den Vorreitern im Bereich Energieeinsparung und Klimaschutz, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Das ist wirklich eine gute Geschichte und vor allen Dingen können sich Kommunen mit den Materialien, die zur Verfügung gestellt werden, einordnen und auch selber weiterqualifizieren, ohne dass es große aufsichtliche Maßnahmen geben müsste, sondern das wächst von unten und die Menschen selber, die Bürgerinnen und Bürger können aktiv werden und das ist eine tolle Geschichte. Der European Energy Award ist jedoch nicht nur ein Preis, er ist vor allem ein europaweit eingesetztes Instrument, um das Energiemanagement kontinuierlich zu analysieren und zu verbessern. Dafür wurden in diesem Jahr 15 Städte und Gemeinden ausgezeichnet, so auch Willich. Die Stadt erhält die höchste Auszeichnung, den Award in Gold, unter anderem für ihr vorbildliches Klimaschutzkonzept, die Einstellung eines Klimamanagers, ein Bürgerbussystem, Umwelttage und eine geplante Solarsiedlung. Für die Verantwortlichen ist das Ansporn und Bestätigung zugleich. Nach Silber ist das eine gute Bestätigung, die wir haben. Und ich freue mich riesig, vor allen Dingen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können zu Recht stolz drauf sein, weil von da aus Impulse gekommen sind, eine Multiplikation, die in die Bürgerschaft reinströmt. Kinder machen mit, Schulen machen mit. Und es ist ein Begriff. Und jetzt noch die Auszeichnung, das ist die Krönung. Der European Energy Award ist für die Landesregierung auch ein wichtiges Instrument, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen. Und die sind ehrgeizig. 25% weniger CO2 bis 2020, bis 2050 sogar 80% weniger im Vergleich zu 1990. Ohne die Bürgerinnen und Bürger, ohne die Kommunen wird das nicht gelingen. Das wird und muss ein echtes Gemeinschaftswerk werden. Und da können wir eben auf die Erfahrung gerade bei diesem Wettbewerb zurückgreifen, aber viele Kommunen sind auch darüber hinaus sehr aktiv mit Klimaschutzkonzepten, mit entsprechenden Initiativen, haben Klimamanagerinnen und Manager eingestellt. Also da wächst sehr viel bei den Kommunen und bei den Stadtwerken und da sollten wir die Barrieren, die noch da liegen, die sollten wir weghauen, damit wir auch wirklich schnell Erfolge haben. Deshalb fördert das Land auch in Zukunft kommunale Klimaschutzmaßnahmen beim European Energy Award mit bis zu 90%. Beste Voraussetzungen, die Erfolgsgeschichte des European Energy Awards im Dienst des Klimaschutzes fortzuschreiben.